Londoner Band Sorry, hier mit dem Song Starstruck vom Debütalbum 925. Mit diesem Album, da katapultiert sich die Band 2020 in die Herzen vieler Indie-LiebhaberInnen. Und sie gilt seitdem als eine der vielversprechendsten Newcomer-Acts aus Großbritannien. Die Band ist dieses Jahr auf ziemlich vielen Festivals unterwegs gewesen, aber falls ihr sie bisher verpasst habt, kein Problem, ihr bekommt noch einmal die Chance jetzt im November. Sorry spielt nämlich beim Transcentury Update Festival in Leipzig. Dieses Festival findet vom 16. bis zum 19. November statt und neben Sorry kommen da jede Menge anderer fantastischer Bands. Klingt gut, aber ihr seid leider pleite, dann habt ihr jetzt Glück, wir verlosen nämlich Tickets für das Festival. Wie ihr da genau mitmachen könnt bei dieser Verlosung, das verrate ich euch am Ende dieser Popfilter-Folge. Vorher stellen wir euch einen unserer Lieblings-Acts des Festivals nochmal ein bisschen genauer vor, die Band Sorry. Es ist Samstag, der 4. November, mein Name ist Jessie Hughes, hi. Ganze 4 Jahre sollen Asha Lawrence und Louis O'Brien, also der Kern der Band Sorry, an ihrem Debütalbum getüftelt haben. 2020 kommt es raus und siehe da, die viele Arbeit, die hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Platte wird vor allem für ihren innovativen Sound von KritikerInnen und Indie-Fans gefeiert. Einem bestimmten Genre lässt sich das Ganze nicht so sehr zuordnen. Indie, Post-Punk, Grunge, aber auch Trip-Hop, Elektro- oder Jazz-Einflüsse. Sorry verwursten so ziemlich alles, was ihnen in die Finger kommt. Das Ganze klingt aber nicht beliebig. Sorry schaffen es irgendwie, einen ziemlich kohärenten, eigenständigen Sound zu produzieren. Schräge Gitarren, dieser lakonische Gesang, jede Menge ausgetüftelte elektronische Effekte und ein sicheres Händchen für eingängige Pop-Melodien. So kommen dann Songperlen wie diese hier raus, Right Around the Clock. Viele der Songs vom Debütalbum sind aber gar nicht unbedingt so neu. Vor dem ersten Album haben Sorry nämlich schon verschiedene Mixtapes rausgebracht. Auf denen sind oft Demos oder Skizzen verschiedener Songs, die es dann auf das Album schaffen. Und das ist auf jeden Fall auch eine Eigenheit der Band. Der Mut zum Unfertigen. Man kann den Songs von Sorry da quasi beim Entstehen zuhören. Also wie aus Skizzen und Demos dann im Studio ausgetüftelte Songs werden. Hier zum Beispiel mal eine frühe Demo-Version des Songs Ode to Boy von 2017. Und hier dann im Vergleich die überarbeitete Album-Version von 2020. Diese Arbeitsweise, Songs nicht als in Stein gemeißelte, fertige Gebilde zu sehen, sondern immer noch mal rumzuschreiben und rumzuprobieren, die haben sich Sorry bis heute erhalten. Letzten Sommer bringt die Band zum Beispiel eine ganz neue Version des Songs Screaming in the Rain raus. Den konnte man im Jahr zuvor schon auf dem 2. Album der Band Anywhere But Here hören. Übrigens produziert von Adrian Utley von Portishead. Und auf dieser Albumversion, da klingt der Song relativ ruhig und melancholisch. I'm screaming.
Sorry haben dann aber das Gefühl, dass in diesem Song noch mehr steckt. Und sie wollen eine ganz andere Seite des Songs zeigen. Eine, die härter und aggressiver ist. Zitat der Band: Harder, Stronger, Faster. Und das Ganze soll auch nach mehr Leidenschaft klingen. Diese neue Version, die hören wir also jetzt, und zwar gleich in voller Länge. Hier sind Sorry mit Screaming in the Rain Again. Sorry mit einer re-recorded Version von Screaming in the Rain, diesmal Screaming in the Rain Again. Und wenn ihr da mehr von hören wollt, die Band könnt ihr live sehen. Mitte November spielen sie auf dem Trans Century Update Festival in Leipzig. Sorry sind aber natürlich nicht die einzige tolle Band, die auf diesem Festival spielen wird. Man kann sich da zum Beispiel auch auf Post-Punk von Bar Italia freuen oder auch auf kühlen Synth-Pop von Decisive Pink. Ich verlinke euch das Festival in den Shownotes, damit ihr euch das ganze Line-Up einmal angucken könnt. Wenn ihr dann zum Festival wollt, dann checkt unsere Verlosung auf Instagram. Ihr findet einen Post dazu. Bis einschließlich 5.11. könnt ihr mitmachen. Und am Montag, den 6. November, da bekommen dann alle GewinnerInnen von uns Bescheid. Das war der Popfilter für heute. An dieser Folge zusammengearbeitet haben Yannick Köhler, Tim Schmutzler und ich, Jessie Hughes. Und ich sage ciao, bis morgen und schönes Wochenende.